Haben wir jetzt die Kaufgelegenheit des Lebens, wie eine Bloomberg-Headline heute suggeriert hat, respektive gestern suggeriert hat, weil man schlicht annimmt, dass man in der besten aller Welten lebt. Also die Zinsen sinken, aber die Wirtschaft dennoch irgendwie robust bleibt. Besser geht nicht, dann lass uns alle kaufen, so diese Headline. So wie in Deutschland, da werfen wir auch einen Blick drauf, denn da wird es auch heute wieder spannend, wo der DAX trotz schwacher Konjunkturzahlen, trotz miserabler Wirtschaft eigentlich unter politischen Turbulenzen ein neues Allzeithoch erreicht, aber starten wir erstmal mit der Wall Street und gucken uns da an diese Headline: Once in a Lifetime Wall Street Rally Raises Soft Landing Stakes. Also diese Rally, die wir hier sehen, die man nicht oft sieht, und in der Tat, das ging ja ziemlich fixe von dem Abverkauf Anfang Juni bis jetzt wieder in Richtung Allzeithoch. Und Charlie McEligot hier von Nomura, einer der besten Kenner interner Marktdynamiken, sagt, der Markt ist wie so ein Beachvolleyball, den drückst du unter Wasser, aber er kommt immer wieder hoch. Das sagt er, liegt an Investoren, die bestimmte Systematiken anwenden und dann eben derzeit immer wieder diese Dips kaufen. Aber jetzt bekommen wir eben so eine Art Lackmustest in dieser Woche, ob dieses Soft Landing Narrativ stimmt oder eben nicht stimmt. Heute vor allem schon mal August ISM Manufacturing PMI, also der Einkaufsmanager-Index, der vom Institute of Supply Management ermittelt wird, auf den die Wall Street immer sehr, sehr achtet. Obwohl Manufacturing, also Gewerbe, Produktion, nicht wirklich einen großen Anteil am BIP hat, aber es hat überproportional einen großen Anteil an dem, was US-S&P 500 Firmen produzieren. Dementsprechend wird immer darauf geachtet. Und dann eben morgen die JOLTS, am Donnerstag die Erstanträge und vor allem am Freitag dann eben die Non-Farm-Payrolls, dazu noch ADP. Also sehr, sehr viele Arbeitsmarktdaten, die nach den heutigen ISM-Daten kommen. Das wird wichtig. Das wird ein Test sein, ob die Konjunktur wirklich so gut ist, wie die Wall Street sie einpreist, die über dem, was den S&P 500 betrifft, über allen optimistischen Schätzungen liegt, die bislang im letzten Jahr gegeben wurden, eben weil man dieses Goldilocks-Szenario und sinkende Zinsen bei toller Wirtschaft einpreist. Und wir sehen Interessantes, während wir ja sehr lange Zeit vor allem einen Markt gesehen haben, dessen Marktbreite sehr schwach war. Viele, die allermeisten Aktien waren schwach, aber die großen Tech-Aktien waren stark, was die Indizes mit nach oben getrieben hat. Jetzt sehen wir, dass die Aktien im Grunde stärker sind als die Indizes. Ergo, dass die Magnificent Seven Aktien latent schwächeln, sogar in Relation zu den anderen Aktien. Wir sehen, 77% der S&P 500 Aktien handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Respektive sogar 82%. Wir haben hier ein neues Allzeithoch, was den gleichgewichteten S&P 500 betrifft, aber eben nicht, was den marktgewichteten S&P 500 betrifft. Ist das eine Divergenz, die beachtenswert ist? Ich hatte gestern versucht zu zeigen, dass seit dem 11. Juli, als eben die Inflationsdaten minus 0,1% ausgefallen waren, damit für die Märkte klar war, ja, die Zinsen werden sinken, da wurden eben die 493 anderen Aktien aus dem S&P 500 gekauft und nicht mehr die großen Werte, aber es wird eben auch gekauft, wenn die anderen Märkte das anders sehen. Wir sehen zum Beispiel Rohstoffe machen das nicht mit, wir sehen Dollar-Yen macht das nicht mit, gab es ja lange Zeit einen Gleichlauf, wir sehen Renditen machen das nicht mit, die steigen ja sogar wieder. In letzter Zeit 10-Jährige über 3,9%. Und der Bär Mike Wilson sagt also, wenn die Fed nicht mehr die Zinsen senkt, als der Markt ohnehin erwartet, oder die Wirtschaft wieder stärker wird oder irgendwie Politikstimuli wieder eingeführt werden, dann dürften die Aussichten für die Aktienmärkte sehr mau sein, also dürften wenig Gewinne drin sein. Da kann man vielleicht zustimmen. Wenn all das nicht eintritt, dann ist natürlich schon ziemlich viel der besten aller Welten eingepreist. Hier sehen wir mal die neueste Prognose der Goldman Sachs, die sagen, ja, 38% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Rezession sehen werden. Die Daten dieser Woche könnten das nochmal signifikant verändern. Heute eben vor allem der ISM-Index, und wir sehen etwas Ähnliches wie in Deutschland. Wir sind im Grunde seit 2022 in einer Industrierezession.
Rezession, Gewerberezession, alle Werte unter 50 heißt, es schrumpft zum Vormonat. Auch hier also sind wir seit vielen, vielen, vielen Monaten im Prinzip von Monat zu Monat schrumpfend. Heute die Prognose 47,5. Letzter Wert war 46,8, also auch das wäre ja Schrumpfung, wenngleich ein bisschen weniger Schrumpfung. Und Schrumpfung ist das, was man von den Ampelkoalitionsparteien auch sagen kann nach den Wahlen in den beiden östlichen Bundesländern. Wer spielt den Brutus, so fragt Gabor Steingart in seiner Pioneer-Ausgabe. Und da sehen wir, die sind schon ganz heiß, vielleicht den Olaf ein Messer in den Rücken zu innen, was der allerdings dann wahrscheinlich nicht mehr erinnern würde. Gell, hab mich immer gestochen, habe ich vergessen. Nein, kein Problem. Aber schauen wir uns mal Interessantes an. Gestern gab es ja diesen Doppelschlag, diesen Doppelwumms, negativer Doppelwumms, kann man sagen. Intel, die wahrscheinlich die Fabrik nicht in Magdeburg bauen werden, weil sie schlichtweg Probleme haben, und Probleme hat auch VW. Da, so hat ein Nutzer geschrieben, und ich kenne Leute aus meinem Umkreis, die ebenfalls mit VW zu tun hatten als Dienstleister, als ITler, und die bestätigen das. Meine persönliche berufliche Erfahrung, so hier dieser Account mit VW, bestätigt, dass Beamtenmentalität, aufgeblähte Strukturen, niemand, der etwas entscheiden möchte, teils aus Unfähigkeit im Management oder Angst in den Sandwich-Positionen, da wird viel Geld ausgegeben und ein Output nicht erwartet. Genau, es sind eben Konzernstrukturen, wo Leute sich wegducken. Die können nur verlieren, wenn sie Entscheidungen treffen, die dann vielleicht auch mal nach hinten losgehen. Elendlange Prozesse, das ist das, was ich auch höre. Aber es ist natürlich vielleicht auch wie Volker Quaschnik, einer der umweltbewegten Klima-Leute, die sagen, ja, also hier die Autokonzerne hier aus Deutschland sind viel zu spät ins Elektroauto-Zeitalter gestartet. Und die Politik verspreche ja auch, Verbrenner zu retten. Deutsche verweigern den E-Auto-Kauf. Böse, böse, böse Deutsche, kann man da nur sagen. Folge: China hängt uns technologisch ab und in Deutschland droht eine Entlassungswelle mit dem Letzten. Da bin ich ganz bei ihm, da droht eine Entlassungswelle. Rainer Zittelmann dagegen, der sagt, ich habe kein Mitleid mit den VW-Bossen, aber mit den Arbeitern. Statt sich den Öko-Planwirtschaftsministerium von Merkel und von der Leyen zu widersetzen, haben sie damals brav Planübererfüllung gemeldet und sich angepasst. Also sehr stark auf diese Elektromobilität gesetzt. Und vielleicht kriegt man jetzt eben auch die Quittung dafür, weil eben die Leute nicht nur weniger Verbrenner kaufen, sondern vor allem sehr viel mehr oder sehr viel weniger, genauer gesagt, eben Elektrofahrzeuge. Und das ist das Problem. Und das ist eben auch das, was Zittelmann hier sagt. Ja, lasst doch den Kunden die Wahl zwischen E-Autos und Verbrennern. Wenn die Leute Verbrenner wollen, sollen sie Verbrenner kaufen. Wenn sie E-Autos kaufen wollen, sollen sie E-Autos kaufen. Statt wieder mal vorzuschreiben, planwirtschaftlich vorzugehen. Das kostet Wohlstand, das kostet Jobs. Was wir sehen, ist jetzt die Folge dieser Hinwendung hin zu einer oder weg von einer Technologieoffenheit. Nein, es muss so sein, weil es politisch so gewünscht ist und politisch nicht gewünscht eigentlich, aber doch der Fall ist, dass die EU-Staaten jetzt mehr Gas aus Russland wieder importieren als aus den USA. Also das macht diese ganzen Sanktionen natürlich auch nicht glaubwürdig, die man hier erhebt. Und Gas ist ja, glaube ich, auch irgendwie ein fossiler Brennstoff, nicht wahr? Also dementsprechend sehen wir, da wird doch mit zweierlei Zunge gesprochen oder gleich ein Bier runtergeschüttet, wie bei Ricarda. Und wir sehen dann auch den Gipfel der Absurditäten. Jetzt ist ja hier die gute Jennifer Morgan, die Klimabotschafterin von Frau Baerbock, nach Südafrika gereist und hat gesagt, ja, was ist denn jetzt da? Ihr wolltet doch aus der Kohle aussteigen. Warum passiert das nicht so richtig? Macht denen also Vorwürfe, und das sozusagen aus dem Hintergrund heraus, dass man selbst die Atomkraft ja abgeschaltet hat und die Kohleverstromung sozusagen befördert hat wiederum. Also es ist schon wirklich absurd. Es sind diese Absurditäten, die offenkundig den Leuten so langsam auf die Nerven gehen, ebenfalls wie eben diese Geschichte mit der Migration. Man hat ja lange verweigert, darüber zu sprechen, hat das im Grunde der AfD überlassen, die hat dieses Thema dann besetzen können, die anderen eben nicht. Jetzt beeilt man sich, da irgendwie hinterherzukommen. Die
Dinge sind ein bisschen zu extrem geworden, denken manche. Wir haben zu viel Zuzug, zu unkontrollierten Zuzug. Das wiederum hat Konsequenzen für das Leben vieler, für die Sicherheit. In Hamburg hier mal eben ein Volksfest abgesagt, weil könnte ja was passieren. Das sind alles Dinge, die natürlich jetzt langsam problematisch werden. Deswegen heute dieser Migrationsgipfel. Da bin ich gespannt, wie sich die Grünen verhalten werden. Die CDU wird Druck machen. Das könnte nochmal richtig spannend werden. Aber grundsätzlich haben wir ja das Problem, dass die nach diesen Wahlergebnissen die CDU jetzt mit linken Parteien irgendwie koalieren muss, etwa mit dem BSW. Und eigentlich ja sagt, also pro NATO-Kurs, pro Unterstützung Ukraine ist ein Must-Have, kann nicht in Frage gestellt werden. Aber wenn man sich mal die AfD wie auch den BSW anschaut, dann haben die ja im Grunde zwei Hauptpunkte, nämlich Migration begrenzen oder beenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben nicht mehr die Ukraine so stark unterstützen mit vielen Milliarden. Also wie soll das zusammengehen? Also diese Brandmauer gegen die AfD führt letztendlich zu einer relativ absurden Konstellation, die genauso wenig zusammenpasst wie eben die Ampelkoalition in Berlin, die CDU mit der Linken. Das wird nicht wirklich funktionieren. Das wird die Frustration derjenigen, die dann mit dieser mit der Linkspolitik nicht einverstanden sein werden, weiter wahrscheinlich noch verstärken. Und das ist, glaube ich, somit das Gefühl, was in dieser Überschrift hier auf den Punkt kommt. Der Eindruck, der Staat kümmert sich mehr um Geflüchtete als um hilfsbedürftige Deutsche. Das ist, glaube ich, so ein Stück weit ein wichtiges Motiv auch für das, was wir politisch derzeit erleben. Und erklärt vielleicht eben solche Wahlergebnisse wie jetzt im Osten, die im Westen anders ausfallen würden. In NRW zum Beispiel liegt die CDU klar vorne und kann fast schon allein eine Regierung bilden nach derzeitigen Meinungsumfragen. Dennoch, ich will mal versuchen, hier ein bisschen an die Vernunft zu appellieren und ein bisschen die Gemüter runterkühlen. Lasst uns doch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht immer gleich erhitzte Debatten führen, die mich so ein bisschen fast schon an die Weimarer Republik erinnern, als ja die Konfrontation zwischen links und rechts immer krasser wurde, als man sozusagen den politischen Gegner verteufelte. Genau das passiert ja derzeit so ein bisschen. Man traut dem anderen eigentlich nichts Gutes zu, hält ihn grundsätzlich für böse, statt zu sagen, ja, vielleicht hat der einen Punkt erstens und der meint es wahrscheinlich ernst und ist deswegen nicht zwingend ein böser Mensch. Hier ein Twitter-Kommentar, den ich sehr, sehr gut finde. Man sagt hier, also wir finden das eine ziemlich üble Partei, haben also wenig Sympathien. Dennoch ist es eben so, dass es nicht die NSDAP 2.0 ist, zu der sie beständig hochgejazzt wird. Solange eben die AfD erlaubt ist, muss man eben auch, ist sie demokratisch wählbar und solange sie wählbar ist, wird sie auch gewählt und wenn sie gewählt ist, muss sie zwangsläufig die gleichen Rechte und Pflichten haben wie eben auch die anderen Parteien. Und natürlich haben wir mit Höcke und solchen Leuten ein echtes Thema. Die AfD hat sich sehr stark in eine Richtung bewegt. Gleichwohl, glaube ich, gibt es Leute, mit denen man da gut sprechen kann. Hier hat der Politikwissenschaftler übrigens Werner Patzelt gesagt, die Brandmauer ist eine Gefängnismauer, weil sozusagen damit ja auch die Möglichkeiten komplett eingeschränkt werden. Und hier so geht es weiter. Es sei an der Zeit, die AfD auf die eine oder andere Art in Regierungspflicht zu nehmen. Unser Vertrauen in Grundgesetz und Bürger ist groß genug, um sie bei einem ähnlichen Versagen wie bei anderen auch wieder in die Opposition zu schicken. Wer natürlich Bürgern und Grundgesetz, ja unserer Demokratie insgesamt vertraut, der hat natürlich auch Angst vor einer AfD. Aber entweder sind wir eine Demokratie mit Demokraten oder wir sind es eben nicht. Aber es wird ja sozusagen auch medial da sehr, sehr stark radikalisiert auf eine Weise, die den gesellschaftlichen Frieden nicht wirklich fördert. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und nicht wie Frau Schausten hier, die ja gesagt hat, ja, 85 Jahre später wird im deutschen Bundesland eine parteistärkste politische Kraft an einem Jahrestag der Beginn des Zweiten Weltkrieges, Angriff auf Polen, dann der Holocaust mit 6 Millionen ermordeten Juden. Ich habe mich in einem vorherigen Leben, bevor ich in den Finanzsektor kam, hauptberuflich mit Nationalsozialismus und Holocaust beschäftigt, habe ein Buch über Antisemitismus geschrieben. Der Antisemitismus ist die zentrale Triebfeder des Nationalsozialismus gewesen. Und wenn wir da mal bei der AfD gucken, dann kann ich da zumindest nichts erkennen in diese Richtung. Es ist eine migrationsfeindliche Partei, die sehr problematische Strömungen teilweise hat, aber sie ist im Kern nicht antisemitisch. Sie hat eine pro-israelische Haltung sogar, anders als etwa so manche linke Kräfte, wie man sagen muss. Also
Was ich meine damit, wenn wir nicht miteinander kommunizieren mehr, wenn wir uns verteufeln, dann werden diese Risse, diese Spannungen immer größer. Das ist gefährlicher sozusagen, die Brandmauer zu behalten, als zu sagen, ja gut, wir müssen irgendwie miteinander klarkommen und dann müssen eben auch Leute, die so viele Stimmen haben, ein Mitspracherecht haben und zeigen, was sie drauf haben oder eben nicht drauf haben. So wäre mein Appell an die Dinge. Kommen wir nochmal kurz zu einem Start, wenn wir das Deutschland-Thema hier jetzt abschließen. Bei dem eben Planwirtschaft, so wie es in Ansätzen in der Bundesregierung ja in Sachen Klima auch der Fall ist, nämlich in China. Und hier sehen wir, chinesische Aktien fallen weiter, der Shanghai Composite unter die 2800er Marke gefallen. Und eines der Hauptgründe, warum China nicht mehr auf die Beine kommt, ist eben Xi Jinpings Wirtschaftskurs, der Staatskonzerne favorisiert vor der Privatwirtschaft. Das geht schief, weil die ineffektiv sind. Und zweitens, weil man eben eine Immobilienblase aufgebaut hat, die maßgeblich den Wohlstand auf dem Papier nach oben gezogen hat. Diese Blase platzt, dadurch wird der Wohlstand geringer, dadurch können die Leute weniger konsumieren. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das Bild, wie 15 Hochhäuser mal auf einen Schlag gesprengt werden. Und Jim Reichardt fragt, ja, die sind ja ins BIP eingeflossen, als man sie gebaut hat. Werden die jetzt abgeschrieben? Werden die also vom BIP abgezogen? Nein, das ist natürlich wahrscheinlich nicht der Fall, aber es zeigt, wie die Lage dort ist. Und das kommt dann, oder das bringt uns dann wieder zurück, so ein bisschen auch zu dieser Thematik Rezession in den USA. Ja, nein, in Deutschland sehen wir sehr schwache Wirtschaft, in Europa insgesamt. Wir sehen in China eine schwache Wirtschaft, nur die USA sind ein Wunderland. Das werden wir sehen, ob das wirklich der Fall ist. Abschließend zwei Artikel, meine Damen und Herren. Aktienmarkt-Rally vor dem Ende, trotz Zinssenkung, sagt JP Morgan. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie da. Gerne teilen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Volkswagen vor historischer Wende. Der große interne Kampf beginnt. Das wird eine Schicksalsfrage auch für die deutsche Wirtschaft. Dieser Konzern ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, für auch die Stimmung in Deutschland. Also diese beiden Empfehlungen, denen sage ich Servus, ciao.